Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fanmagazins von Allianz MTV Stuttgart. Heute haben wir folgende Themen in der Sendung. Doppelspieltag. Wie liefen die Spiele gegen Dresden und Berlin? Wahlkampfpause. Der stellvertretende Ministerpräsident Nils Schmid zu Gast in der Scharena. Und Renatas Reha. Wie geht es Renata Schandor auf ihrem Weg zum Comeback? Ja, als ob Allianz MTV Stuttgart in den letzten Wochen nicht schon genug Spiele gehabt hätte, standen am Wochenende gleich zwei Begegnungen innerhalb von zwei Tagen auf dem Programm. Am Samstag gab es dabei die mit Spannung erwartete Partie gegen Meister Dresden und gestern stand dann noch das Spiel gegen das Nachwuchsteam aus Berlin an. Drei Tage nach dem imposanten 3:0 in der Champions League gegen Baku erteilte Allianz MTV am Samstag dann dem Spitzenreiter eine Volleyball-Lehrstunde. Beim Aufeinandertreffen der beiden Pokalfinalisten ließ Stuttgart dem amtierenden Meister Dresden nicht den Hauch einer Chance und schickte den Bundesliga-Spitzenreiter mit 3:0 nach Hause. Dabei agierte Allianz MTV über die gesamte Spielzeit nahezu fehlerfrei. Aggressive Aufschläge, schnelles Angriffsspiel und ein schier unüberbrückbarer Block. Stuttgart präsentierte sich bei der Generalprobe des Pokalfinals als echtes Spitzenteam. Nach gut 70 Minuten war der Spuk für Dresden dann beendet. Und die Stuttgarter Fans feierten mit ihrem Team zusammen die zweite Sternstunde innerhalb weniger Tage. Die Motivation gegen Dresden ist natürlich immer da, das ist der Nummer 1. Da brauchen wir uns nicht extra motivieren. Ja, wir haben vorher gesagt, wir möchten echt diese Woche wieder eine gute Woche zeigen, auch an unseren Fans, weil letzten Samstag gegen Hamburg war es nicht so. Und diese Woche haben wir viel geübt, viel analysiert und alles hat geklappt diese Woche. Es ist gut zu wissen, dass wir diese Mannschaft schlagen können. Und das ist auch für Dresden gut, dass sie wissen, dass sie verlieren können von Stuttgart. Und beim Pokalfinale ist alles offen, weil das ist ein Spiel an sich. Und ja, ich glaube, dass wir zwei Mannschaften sehen mit fast gleiches Niveau. Am Tag danach gönnte Trainer Hernandez dann einigen Stammkräften eine wohlverdiente Spielpause. Im Spiel gegen das Nachwuchsteam aus Berlin durften die Spielerinnen ran, die in letzter Zeit etwas weniger Spielanteile bekommen haben. Und auch die machten ihre Sache ohne Fehl und Tadel und setzten sich am Ende souverän mit 3:0 durch. Ja, das war diese Woche super. Natürlich am Anfang Mittwoch 3:0 gegen Baku und dann gestern, das war natürlich unglaublich. Das war echt super und ja, heute ist auch ein wichtiges Spiel, weil wir brauchen auch die Punkte und ja, wir haben das wieder gut geschafft, so ich bin echt ganz froh. 3:0 Siege in Folge, so kann es doch weitergehen. Am Mittwoch geht es zum Auswärtsspiel nach Straubing, bevor dann am Samstag Potsdam nach Stuttgart kommt. Ja, da haben die Spielerinnen mal ein dickes Ausrufezeichen in Richtung Pokalfinale gesetzt. Ja, und hier sind die weiteren Ergebnisse. Stuttgart bezwingt Dresden 3:0, Köpenick schlägt Potsdam mit 3:2, Schwerin gewinnt gegen Straubing 3:0, Wiesbaden-Hamburg ebenfalls 3:0, Aachen gegen Thüringen auch 3:0. Ja, und am Sonntag bezwingt Münster Vilsbiburg knapp mit 3:2 und Stuttgart gewinnt eben gegen Berlin mit 3:0. Was die zwei Siege und die 6 Punkte für Allianz MTV in der Tabelle wert sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Dresden bleibt trotz der Niederlage auf Platz 1, jetzt punktgleich mit Schwerin. Stuttgart klettert auf Rang 4. In der unteren Tabellenhälfte überholt Aachen nach dem Sieg Aufsteiger Straubing. Köpenick, Thüringen und Berlin bleiben am Tabellenende. Ja, das sieht doch richtig gut aus und gleich nach der Werbung haben wir noch Folgendes für Sie. Volleyball statt Wahlkampf, Wirtschaftsminister Nils Schmid zu Besuch bei Allianz MTV und dann haben wir noch Renata Schandor bei ihrem Reha-Training besucht. Bleiben Sie also dran, bis gleich.